wieder. Was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Diesmal mit Bagisch am Start. Tati wird vermisst diese Woche, deswegen viele Videos nur mit uns zwei. Und da haben wir TBT 6, unser Online-Turnier. Womöglich unser letztes. Nähere Informationen werden bald folgen, wieso. Da haben wir Runde 2. Schauen wir uns das mal an. Da haben wir Chong gegen irgendeinen halt. Beide spielen, glaube ich, Fire King Cosmo. Chong hat die erste Runde freilos, ansonsten hätte er es, glaube ich, nicht in diese Runde geschafft. Also, Chong spielt gegen einen Random aus Randomhausen. Schauen wir an, er fängt an. Cosmo direkt auf Tinken. Ja. Chong, er spielt ja Handtraps, oder? Weiß ich nicht. Main, doch, er spielt eigentlich Handtraps, aber hat anscheinend keine gezogen. Also, das war vor der DM, ich weiß nicht, ob er da schon welche getestet hat. Ja, stimmt. Ja, ganz normal Tinken. Was hat er gerade auf die Hand bekommen? Ich hab's, das habe ich auch nicht gesehen. Okay. Das geht zu schnell hier. Chong fängt an mit Teil Strawman. Forerunner. Hat ein nicht so gutes Ziel auf die Hand gekriegt. Was hat Chong vor? Effekt. Was will er beschwören? Destroyer. Oh, Cosmojo, krasse Antwort. Echt nicht gut aus für Chong. Ja, oh, jetzt noch Hexe draußen. Cosmotown holt sich die zurück. Schauen wir mal. Also im Mirror Match geht es immer darum, wer öfter Cosmojo hat. Und Town. Und Town, Town, sehr wichtig, ja. Genau. Gegner haut krassen Schaden durch und Call wird das beenden und Game 1. Chong leidet. Eine Cosmojo hat entschieden, nächste Runde OTK direkt. Hätte Chong was besser machen können an seinem Zug? Nee, er konnte echt nichts machen. Ja, was soll er da machen? Game 2. Chong fängt an. Sieht nach Kombo aus. Sieht nach Kombo aus, Viking Island. Mal schauen, ob er sich verbessert hat seit seinem Kombo-Video. Ja. Doch, das ist die Kombo. Er hat schon. Cosmotown, Shuttle, Banish, Effekt. Also so wie ich es kenne, müsste er jetzt ein krasses Feld rauskriegen. Nicht das krasseste, aber ein sehr krasses Feld müsste er jetzt haben eigentlich. Denke auch, ja. Er überlegt. Kein gutes Zeichen. Kein gutes Zeichen, wenn man ein Cosmo-Deck hat, das auf Combo spielt. Slip Rider. Mindestens ein Infinity sehe ich da. Ja, hat er schon. Novart, Infinity. Levier, Strawman, Effekt, Landwalker. Endphase. Ja, wie wir sehen, es war nicht die volle Combo, es war so eine halbe Combo. Er hätte noch Destroyer auf der Hand gebraucht, glaube ich. Dann hätte er die volle Combo durchziehen können. Kriegt er ja jetzt vielleicht durch Tinken. Oh, noch sehr gute, ja. Für die Combo braucht er aber Destroyer auf der Hand, damit er voll ist. Okay, jetzt hat er ein krasses Feld. Das hast du gemeint, oder? Zum Destroyer, Schuss auf selbst, Hexe. Er hat direkt auch Lady gemacht. Ich weiß nicht, ob das so ideal war. Ich hätte es auch gemacht. Wieso? Wenn Destroyer oder so kommt? Jetzt System Down, muss er auf jeden Fall negieren. Negiert er mit Infinity. Oi, da reingeht hinterher. Shit. Schuss auf deswegen sehen wir, wie wichtig Raigeki ist. Ja. Gegner haut immer Felder raus, man muss die wegkriegen. Chong aktiviert Landformen. Mal schauen, was er noch machen kann. Landformen ist immer gut. Das was holt er sich? Kann er schon ein kleines Comeback starten. Aber war schon saftig das Raigeki. Ja. Das Gute war, dass System Down zuerst aktiviert hat, weil es hätte nicht so viele mitgenommen, oder? Weil Raigeki nimmt dann alles mit und es kommt gar nichts. Ja, aber er muss es so oder so negieren, weil System Down macht ja Infinity weg. Da kann er Raigeki ja nicht. Chong hat gewonnen, Gegner konnte nichts machen. Gerade noch so, ja. Jetzt, spannendes Game 3. Wie wir sehen, Chong hat vergessen, den Win zu bestätigen. Gegner hat ihn im Chat drauf angesprochen.
Man muss immer online bestätigen, Game 1, Game 2, wer gewonnen hat, was gewonnen hat. So, der Gegner entscheidet, wer anfangen soll. Der Gegner fängt an mit Allure. Sehr spannend jetzt. Landwalker gemanagt. Und noch eine Allure. Chong leidet bestimmt jetzt schon. Ich habe am Anfang gesagt, dass der Gegner, glaube ich, auch Fire King Island spielt, aber er spielt ohne, so wie es bisher aussieht. Dark Planet spielt er. Ja. Chong überlegt, hat eine Handtrap. Oh. Oh Shia. Karten können nicht gebanished werden. Der Gegner, die Karte war krass, die Handtrap. Jetzt musste Chong eigentlich aufräumen, aber da kommt die Cosmo Hexe. Jetzt wird es für Chong schwierig. Den will man nie ziehen. Und er hat ihn gezogen. Den spielt man nur einmal. Ich sehe eigentlich gar nicht, was Chong machen kann, ja. Notfallteleport. Oh, Max 10 noch drauf. Das ist echt das Bitterste. Ja. Jetzt hat der Gegner die Handtraps. Das ist ein richtiges Handtrap-Duell. Trotzdem guter Zug. Chained noch Thailand. Gott, der Hexe weggenommen, aber... Der durfte für Maxi dann nicht ziehen, gell? Weil er angechained hat, oder? Oder war das schon Maxi? Nein, nein, stimmt, der war schon auf dem Feld. Ja, stimmt. Er durfte also zwei ziehen. Ja. Cyberdrache, super saftig auf seinem Destroyer Call. Jetzt schaut schlecht aus für Chong. Ja. Ehrlich, mit Hoffnung. Ja. Weil die Hexe negiert jeden Piloten. Hat er überhaupt noch Outs? Er braucht jetzt ein Schiff auf der Hand, holt sich Tincan. Okay, er mischt zwei Hexen rein, okay. Jetzt hofft er auf Superluck. Jetzt braucht er ein großes Schiff auf der Hand. Er mischt zweimal, nicht nur einmal auf den. Er hofft auf Teil, Tincan. Kommt die zweite Hexe vom Gegner, also. Er ist tot. Okay. Der Gegner muss erstmal drüber kommen, also Chong kann vielleicht noch überleben. Er spielt auf Beatdown auf Angriffskraft. Weg. Hat er nicht zwei Fünfer zum Teil? Ja, aber nichts, was ihn targeten kann. Der ist ohne Target. Gibt es kein Fünfer Exit, was über so Kosmos-Schiffe kommen kann? Mir fällt nichts ein. Man spielt halt Pleiades, Volcasaugus, Infinity, aber... Die können alle nichts machen. Nee. Es muss doch einen geben, der was machen kann. Echt komisch. Gina hat sich Darkstrike geholt, also vorbei. Wie man sieht, ist hier eher eine Konstanz-Variante gegen die Fire King Island-Variante. Tati habt ihr schon oft in Videos gehört, dass er gesagt hat, ist so unkonstant. Wie man sieht, konstant ist wichtiger. Damage Step, Gegner fragt, ob er Lady aktivieren kann. Chong So musst du selber wissen, er will dem Gegner nicht weiterhelfen. Ja, natürlich nicht. Weil er verzweifelt ist. Gegner lässt es dann sein, weil er sich unsicher ist. Soll er es doch machen und dann kommt er die Regelfrage. So ist es. Fehler vom Gegner. Chong kann so noch überleben. Ja. Ja, da kommt nochmal. Das ist kein Cheaten. Das ist einfach, weil der Gegner nicht weiß, dass man das auch im Damage Step machen kann. Da ist er natürlich selber schuld. Chong kann ja nicht sagen, hey, deine Karte kann dies und das. Jeder sollte seine Karten kennen auf jeden Fall. Aber das war's, Farmgirl kommt durch. Aber nicht schlecht von Chong, er wollte nochmal alles rausholen. Ja. Aber hat nicht geklappt. Fire King Island zu und Konzert, wie es Tati schon oft in Videos gesagt hat. Wieder eine Niederlage für TBT. Nico hat in der ersten Runde verloren, Chong in seiner theoretisch ersten Runde auch verloren. Ich glaube, du auch verloren. Ja, erste Runde. Aber das war irgendwas Verrücktes. Ich weiß nicht mehr was, aber... Verrücktes? Klee, glaube ich. Nein, es war nicht Klee. Sonst kann ich nicht... Twin-Twister-Typ. Okay, Twin-Twister. Dagegen hat Nico auch kassiert. Werdet ihr noch... Nee, habt ihr sogar schon gesehen, Runde 1 war das. Schaut das nochmal an. Ansonsten schaut noch die restlichen Feature-Matches an. Wir werden noch ein Video dazu drehen, zu unseren Online-Turnieren und wieso das aufgehört hat, aber Stein leidet nicht. Servus Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es uns, lasst uns ein Like da, gefällt mir drücken.
Schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach unten. Dann wissen wir Bescheid, aber gebt uns konstruktive Kritik, damit wir darauf eingehen können. Dann werden die Videos besser. Ihr könnt umsonst abonnieren, das kostet nichts. Dann bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand, weil es kommen täglich Videos. Und immer schön kommentieren. Unten unter dem Video sind schön die Sponsoren aufgelistet. Das sind gute Sponsoren, gute Preise. Und checkt noch die Facebook-Seite ab, checkt die Sponsoren ab. Und leidet's nicht und schaut's vorbei.